Dann nennt er uns hier drei Bedingungen der Reue. Das erste sagt, er sagt an Juqlir, und zwar das Unterlassen der Tauba, das Unterlassen der Sünde. Also es kann nicht sein, dass jemand das Glas noch am Mund hat, na, und dann sagt, Tauba, Tauba. Hm? Geht es? Das geht nicht, das ist Schwachsinn. Das geht nicht, das ist extrem widersprüchlich. Die Tauba bedeutet, wir haben gesagt, Rückkehr, Ablassen von etwas. Von daher, die erste Bedingung ist das Ablassen der Handlung. Zweitens, dass er sie bereut. An-Nadam. Na, manche der Ahl-Ilm erwähnen das nicht als Bedingung, den An-Nadam, weil sie sagen, das ist eine natürliche Folge. Eine natürliche Folge der At-Tauba. Wenn man nämlich, wenn man den Schaden einer Handlung sieht und erkennt, seine schwerwiegenden Folgen sieht, oder sieht, dass man sich gegen jemanden nicht recht verhalten hat, und hier in diesem Falle gegenüber Allah Ta'ala, dann löst das automatisch dieses Gefühl aus, diese Emotion zu bedauern. Emotionen sind nicht steuerbar. Das ist eine wichtige Sache, die man begreifen muss. Und genauso das Bedauern ist eine Emotion. Wenn ich etwas bedauere, ist das eine Emotion, die hat ihre Ursachen gehabt. Sie ist sozusagen eine Folge. Ich kann die Ursachen steuern, aber nicht die Folgen davon. Und deswegen, das Gleiche habe ich auch schon mal erwähnt über das Lieben und das, wenn ihr euch erinnert, in den Unterrichten zum Minhaj al-Qasidin. Wenn Allah Ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ihr habt kein Iman, bis ihr euch gegenseitig liebt. Ich kann die Liebe nicht steuern. Kann ich das steuern? Das geht gar nicht. Was ist denn damit gemeint? Ja, das ist eine Aufforderung, Dinge zu tun, die Liebe fördern oder aus der Zuneigung keimt. Versteht ihr? Die zweite Sache, also der An-Nadam, die dritte, er sagt, an Ya'zim an la ya'uda ilayha. Diese Entschlossenheit zu haben, nicht mehr zurückzukehren zu der Handlung, diese Handlung nicht mehr zu tun. Er sagt dann, wenn eines dieser drei Elemente fehlt, er sagt hier, lam tasihha at-tauba, dann ist die Tauba nicht gültig. Aber hiermit ist gemeint, die vollständige Tauba. Die vollständige Tauba ist nicht gültig. Aber wenn der Nadam, diese Bereue, dieses Bedauern da ist, ist ein Teil der Taube erfüllt, auch wenn sie nicht ganz erfüllt ist. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, an-nadam at-tauba. Das Bedauern ist die Taube. Das Bedauern ist die Taube. Denn man muss bedenken, dass die Taube verschiedene Aspekte hat. Ein Beispiel dafür ist auch das Verschweigen von Informationen, das Desinformieren von Menschen. Allah Ta'ala sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. Jene, die das verbergen, was wir an Rechtleitung und Weisung im Buch herabgesandt haben, was ist mit ihnen? أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ. Und jene verflucht Allah, ulaika yal'anuhum Allah, wa yal'anuhum la'inun. Diese verflucht Allah und verfluchen die Fluchenden. Mashi, okay. Und was ist dann die Tauba? Illa alladhina tabu, wa aslahu, wa bayyanu. Außer diejenigen, die bereuen. طيب. Und dann noch, was noch? Die bereuen und in Ordnung bringen, also das in Ordnung bringen, was sie zerstört haben. Wabayyanu, und klarstellen. Nehmen wir mal an, jemand macht das nicht. Jemand stellt nichts klar und ändert auch nichts an den Umständen, die durch ihn verursacht worden sind. Aber er macht das Erste. Illa alladhina tabu. Was ist denn damit? Was sagen wir über ihn?
Das erste ist die Sache zwischen ihm und Allah Ta'ala. Damit hast du das, was zwischen dir und Allah Ta'ala ist, wieder gut gebracht. Das, die anderen beiden betreffen aber das, was du, das, was zwischen dir und den Menschen steht. Versteht ihr? Das heißt, es gehört zur Vollständigkeit der Tauba, aber es ist nicht eine Bedingung für die, für das Minimum der, der Tauba. Dann sagt er hier, und wenn es eine Sünde war, die nicht nur dich persönlich betrifft. Es gibt viele Sünden, die nur dich persönlich betreffen. Also unmittelbar leidet kein anderer daran. Mittelbar kann es durchaus sein, dass andere darunter leiden. Ja, beispielsweise das Alkohol trinken, wenn das jemand in seinen vier verschlossenen Wänden macht. Das ist eine Sache, die nur ihn persönlich betrifft. Unmittelbar. Mittelbar gesehen, auf lange Dauer, kann es aber auch andere betreffen. Deine Familie kann darunter leiden. Es gibt viele Alkoholiker, die versaufen das ganze Geld der Familie. Und die Familien leiden darunter. Anstatt das nötige Brot zu kaufen, was die Familie braucht, trinkt er das Geld sozusagen weg. Da ist ein interessanter Vorfall, den jemand erwähnt. Ich glaube, er erwähnt es selber. Sheikh Abdurrahman Sa'di. Sheikh Abdurrahman Sa'di erwähnt, er hat mal, ihr wisst, früher gab es, das gibt es heute in vielen Ländern immer noch, es gab so Leute, die transportieren dein Einkauf nach Hause. Du kaufst was ein und dann gibt es so Leute, die laufen im Bazar rum. Seine Aufgabe besteht nur darin, das alles zu dir nach Hause zu transportieren. Er sagt, ich habe einmal was eingekauft und habe einen Mann angeheuert, der das zu mir nach Hause bringen soll. Und er sagt, als ich sein Zeugs in sein Haus transportiert habe, habe ich mich vor seine Haustür gebückt und da ist mir eine Schachtel Zigaretten vor seine Haustür gefallen. Er kannte ihn aber und hat gesagt, ich habe mich geschämt vor ihm, das aufzuheben. Und er hat gedacht, er hätte es auch nicht gesehen. Und als er dann ihn bezahlen wollte, wollte er gerade fortgehen, da hat er gesagt, hier, ist das nicht deine Schachtel? Er hat ihm die Schachtel in die Hand gedrückt. Und er sagte, er hat gesagt, er wüsste nicht oder er dachte, er hätte das nicht gesehen. Und er hatte eine ganz andere Reaktion erwartet. Und dann fragte er ihn, warum er ihm die denn wieder gibt. Er sagte, ich möchte nicht, dass das auf Kosten des Brotes deiner Kinder geht. Wenn er seine Zigarettenschachtel neu kaufen muss, auf welche Kosten geht das? Auf die Kosten des Brotes seiner Kinder. Das wird er von dort wegstreichen. Das ist das Gleiche mit den Säufern. Auf jeden Fall die vierte Bedingung, wenn es eine Sache ist, die zwischen dir und einem anderen Menschen steht, dann ist die Bedingung, wie er hier sagt, dass man das irgendwie wieder ins Lot bringt. Und dann erwähnt er einige Beispiele. Er erwähnt das Beispiel der Riba. Der Riba, die Lästerei, üble Nachrede. Was soll man da gut stellen? Also du hast über jemanden schlecht geredet, dann gehst du zu ihm und sagst, ja Fulan, weißt du, der ist ganz fröhlich noch, er hat ein ganz unbekümmertes Herz und ist in guter Laune. Manchmal sind es wenige Worte, die die Laune eines Menschen für den ganzen Tag verderben können. Und manchmal sind es wenige Worte, die deine Einstellung gegenüber einem anderen Menschen komplett drehen können. Nur Worte, auch wenn es nur Vermutungen sind, aber du hast was gehört über ihn. Du willst es nicht glauben. Du willst es nicht glauben, aber trotzdem merkst du, wie diese Worte in dir wirken. Ach so, dass du dann zu jemandem gehst und sagst du zu ihm, hallo mein Freund, wie geht's? Ich habe über dich so und so gesagt und ich habe 50 Leuten erzählt, du würdest dies und jenes machen. Und danach am Ende, ich nehme alles wieder zurück.
Glaubt ihr, dass das immer sinnvoll ist? Ist das nicht manchmal ein größerer Schaden? Dass ich über ihn gelästert habe, ist ein Schaden. Dass ich ihm das aber noch erzähle, kann, muss nicht, es ist immer von Person zu Person anders. Es kann aber ein viel schlimmerer Schaden dadurch entstehen. Es wäre für ihn vielleicht besser, wenn er es nicht gewusst hätte. Und es wäre für dich vielleicht auch besser, wenn er es nicht gewusst hätte. Wenn er es erfährt, dann natürlich macht es Sinn, dass man zu ihm hingeht. Wenn er es erfahren hat, in diesem Fall macht es Sinn, das sozusagen zu beichten und einzugestehen. Aber andernfalls ist es nicht immer sinnvoll. Und deswegen die Scharia, eines der grundsätzlichen Prinzipien der Scharia, auf die das Konstrukt der Scharia aufbaut, ist diese Regel, die sie sagen, وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. Wenn mehrere Übel und Schädlichkeiten in Konflikt stehen, das heißt, man steht vor Schaden A und vor Schaden B, was machen wir dann? Das wird abgewogen. Nach welchen Maßstäben wird es abgewogen? Nicht nach deinem persönlichen Geschmack, was du als größeren Schaden siehst, sondern nach den Maßstäben der Scharia, nach der Zwecksrationalität der Scharia, wird das geringere Übel in Kauf genommen, um das größere Übel zu meiden.